Hallo und herzlich willkommen. Ja, zu meinem heutigen Video. In meinem heutigen Video möchte ich Ihnen gerne alles über die schriftliche Abschlussprüfung der generalistischen Pflegeausbildung erzählen. Ja, was wir uns da so für Gedanken gemacht haben, was es für rechtliche Vorgaben gibt bezüglich der schriftlichen Aufsichtsarbeit. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe und Ihr psychologischer Berater. Ja, bevor ich mit dem eigentlichen Thema anfange, schriftliche Abschlussprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung, möchte ich gerne euch eine ultimative Buchempfehlung aussprechen. Das Buch heißt Stich ins Leben und das wurde geschrieben von einem Bekannten von mir, der André Müller-Jerkosch, in Zusammenarbeit mit Marcel Riebe-Gerste. Und ich kann dieses Buch nur sehr empfehlen, denn der André hat im April 2006 eine traumatische Situation erlebt. Er ist Krankenpfleger gewesen in der forensischen Psychiatrie und hier hat ein Übergriff auf ihn stattgefunden mit einem Messer und dieser Übergriff hat ihn schwer traumatisiert und das, was er damals da erlebt hat, wird in diesem Buch verschriftlicht. Und ist sehr interessant zu lesen. Ich will aber gar nicht inhaltlich so viel vorweggreifen und eben halt auch erzählen, denn ihr sollt euch selber einen Überblick oder eine Meinung darüber verschaffen, wie ihr das Buch empfindet. Ich finde es super und wer von euch gerne mal den tiefen Einblick in die Untiefen der Psychiatrie, der forensischen Psychiatrie erleben möchte, sollte sich dieses Buch einfach mal bestellen, durchlesen. Ich persönlich habe es für gut befunden und kann das mit ruhigem Gewissen weiterempfehlen. Also, Stich ins Leben. Lesen lohnt sich, bestellen lohnt sich auch. Ja, aber kommen wir doch zur schriftlichen Abschlussprüfung in der generalistischen Pflegeausbildung. Ja, was gibt es da im Allgemeinen zunächst einmal zu sagen? In der Pflegeausbildung wird die schriftliche Prüfung an 3 Tagen geschrieben und diese schriftliche Prüfung hat einen Zeitumfang von 120 Minuten. Das heißt, auf 3 aufeinanderfolgende Tage wird eine Aufsichtsarbeit geschrieben von insgesamt 120 Minuten. Ja, was ist das Interessante hier in der generalistischen Pflegeausbildung in Bezug auf die schriftliche Prüfung? Das Interessante hierbei ist es, dass an den unterschiedlichen Tagen unterschiedliche Altersstrukturen da sein müssen. Das heißt, wenn Sie an Prüfungstag 1 mit einem erwachsenen Menschen zu tun haben, werden Sie definitiv an den anderen beiden Prüfungstagen mit einem Kind oder Jugendlichen zu tun haben und mit einem Menschen im höheren Alter, also im Bereich der Geriatrie. Das heißt also, die Aufsichtsarbeiten sind eben halt mit unterschiedlichen Fallaspekten behaftet, mit unterschiedlichen Altersstrukturen. Zu den unterschiedlichen Altersstrukturen gibt es aber auch noch ein weiteres Merkmal, nämlich unterschiedliche Versorgungsbereiche. Das heißt, es kann Ihnen begegnen, dass Sie einmal Kind haben in der Akutversorgung, Krankenhaus, Kind haben in der ambulanten pflegerischen, im ambulant pflegerischen Bereich oder Kind haben in der stationären Langzeitpflege. Das heißt also, an jedem Tag ist eine andere Altersstruktur zu sehen und es kommt noch hinzu, dass an jedem Tag ein anderer Versorgungsbereich gegeben ist. Ja, denn die generalistische Pflege beschäftigt sich mit allen Altersklassen, nicht nur mit alt oder erwachsen, sondern auch mit Kind. Das ist hier was Neues, dass es unterschiedliche Altersstrukturen gibt und dass alle Versorgungsbereiche in der schriftlichen Prüfung abgedeckt sind. Ja, was wird Sie denn da erwarten? Also es wird immer so sein, dass es fallorientiert ist. Das heißt, Sie werden eine komplexe Fallsituation vorfinden an den jeweiligen einzelnen Prüfungstagen, wo eben halt ja, Alter und Versorgungsbereich, wie schon gesagt, Differenz voreinander ist und wo es denn immer thematisch inhaltlich mit Schwerpunkten behaftet ist. Um diese Schwerpunkte zu erkennen und zu wissen, bedarf es unbedingt die Kompetenzbereiche
der generalistischen Pflegeausbildung. Das heißt also, Sie sollten gut darin geschult sein, welche Kompetenzbereiche in welcher Aufsichtsarbeit entsprechend vorkommen. Ja, und die jeweiligen einzelnen Kompetenzbereiche, Aufgabengebiete der Aufsichtsarbeiten an Tag 1, 2 und 3 werde ich Ihnen hier heute vorstellen, damit Sie einen Überblick haben, wie das so aussieht mit der schriftlichen Prüfung. Ja, kommen wir nun zur Aufsichtsarbeit an Tag 1, also die erste schriftliche Prüfung an Tag 1. 120 Minuten habe ich Ihnen gesagt. Die Überraschung ist es, welcher Versorgungsbereich und welche Altersstruktur dort zu bearbeiten ist. Haben alle drei gemeinsam? Was haben alle drei gemeinsam? Sie haben alle drei eine komplexe Fallsituation gemeinsam. Was ist aber different an den unterschiedlichen Tagen? Ja, different ist es, dass es unterschiedliche Kompetenzbereiche gibt, die eben halt an den unterschiedlichen Tagen entsprechend abgeprüft werden. Also an Tag 1 ist der Kompetenzbereich 1.1 relevant und die einzelnen Kompetenzbereiche, da kann man mal gucken, da gibt es sehr schöne Übersichtskarten. Also ich habe jetzt hier hinter mir eine Karte, das ist jetzt aus dem Pflege heute vom Elsevier Verlag, wo die jeweiligen einzelnen Kompetenzbereichen so schön aufgelistet sind. Es sind ja fünf Kompetenzbereiche mit Unterpunkten und Schwerpunkten. Dann gibt es noch eine weitere Übersicht, die ich sehr empfehlen kann. Das ist hier auch wieder im Rahmen von einem Kreis wie ein Kuchen und die jeweiligen einzelnen fünf Kompetenzbereiche kann man jetzt hier schlecht erkennen, sind nochmal aufgedröselt mit den jeweiligen einzelnen Unterpunkten. Ja, diese Kompetenzbereiche sind wichtig mit den Unterpunkten. Diese Übersichtskarte habe ich jetzt herauskopiert aus dem iCare, was auch sehr schön eine Übersicht darstellt. Ja, also da sollte man gucken, mit welchem Buch möchte man arbeiten und welche Kompetenzübersichten liegen ein, findet man insofern auch am besten. Ja, an der Aufsichtsklausur Tag 1 sind unterschiedliche Kompetenzbereiche zu bearbeiten. Ich mache hier auch beispielhaft so ein paar Vorschläge. Ja, 1.1 entspricht auch dem Pflegeprozess, das ist die sogenannte Pflegeplanung. Hier muss man Pflegediagnosen auch entwickeln. 1.1 Pflegediagnosen durchführen, steuern und evaluieren von Pflegemaßnahmen. Dann haben wir den Bereich 2. Das ist der Bereich 2, beschäftigt sich insgesamt mit der Kommunikation. Und hier am Prüfungstag 1 ist 2.1 ganz wichtig. Das ist Kommunikation und Interaktion zwischen Personengruppen. Also Pflegenden und die zu gepflegten Personen werden hier mal näher betrachtet, wie da Interaktion stattfindet. Was aber auch wichtig ist, ist die sogenannte Informationssammlung. Ne, wie können wir für unsere individuelle Pflegeplanung von den Patienten, Bewohnern, Kindern, was auch immer, eine strukturierte Informationssammlung vornehmen? Wo können wir Daten herbeziehen? Das ist hier durchaus auch ein Aspekt. Wobei hier auch der Aspekt ist, zum Beispiel Biografiearbeit auch in Form von einer Informationssammlung. Oder die sogenannte SIS könnte auch thematisch sein, die strukturierte Informationssammlung. Also der Bereich 2.1 wird hier auch in der Aufsichtsklausur an Tag 2 relevant sein. Ja, dann gibt es noch den Bereich 1.6. Also 1 war ja Pflegeplanung, Pflegediagnostik und Pflegeprozess, also der ganze große Bereich der Pflege. Und 1.6 ist Entwicklung und Autonomie fördern. Ja, hier gibt es unterschiedliche Konzepte, wie man herangehen kann. Ne? Also das Thema der Resilienz, eine gewisse Widerstandsfähigkeit, Widerstandskraft fördern könnte thematisch sein, aber auch so der entwicklungspsychologische Ansatz, wie entwickeln sich Menschen mit ihren Umgebungen und in ihrer Kultur und aber auch innerhalb von Familien. Das ist hier thematisch wichtig.
ja, Entwicklung des Menschen, Gesundheitsförderung, Resilienz, Selbsthilfe ist ja auch ein großes Thema. Selbsthilfegruppen, wie können sich die so organisieren? Und auch das Thema Ethik ist in der Aufsichtsarbeit 1 auch durchaus möglich. Ja, kommen wir nun zur Aufsichtsarbeit 2. Da hatte ich das Vergnügen, die konzipieren zu dürfen. Wir haben bei uns im Lehrerteam uns unterschiedlich aufgeteilt. Wer macht welche Aufsichtsarbeit? Dann haben wir uns die Altersstrukturen zugeordnet und entsprechend dann auch das Setting, dass es abwechslungsreich ist, dann auch nochmal zugeordnet. Ja, hier sind auch wieder Kompetenzbereiche gefragt nach Paragraph 14 Pflege. Berufe, Gesetz, Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Ja, und hier ist auch der Kompetenzbereich 1 thematisch inhaltlich wichtig. Gesundheitsförderung und Prävention ist hier Thema in Kompetenzbereich 1, 1.2. Pflegeprozesse, Pflegediagnostik bei Menschen aller Altersstufen mit gesundheitlichen Problemlagen planen, organisieren, gestalten, durchführen und steuern. Evaluieren. Hier ist der Fokus auf die Gesundheitsprävention. Da haben wir auch schon gleich den Kompetenzbereich 2, die Kommunikation als Schwerpunkt mit drinne, wobei hier aber der Schwerpunkt im Bereich der Kommunikation auf Beratung und Schulung liegt. Das heißt, im Bereich der Anleitungsprozesse. Naja, Sie werden ja nun als zukünftige Pflegefachfrau ja auch im Beratungsbereich tätig sein. Wenn Sie zum Beispiel sehen, dass jemand sturzgefährdet ist, machen Sie eine Sturzberatung. Sie berücksichtigen hierbei auch den Expertenstandard Sturz. Und hier gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man Beratung umsetzen kann. Na, wir differenzieren ja zum Beispiel eine Prozessberatung und von der Expertenberatung und wie kann man Beratung aufbauen, wie kann man schulen. Oder zum Beispiel der Bereich Anleitung. Ne? Sie haben eine neue Kollegin oder Sie haben eine Praktikantin und die möchte gerne einiges von Ihnen lernen und wissen, wie zum Beispiel Menschen positioniert werden oder wie zum Beispiel eine Blutzuckermessung umgesetzt wird. Und hier bedarf es dann eine strukturierte Anleitung und hier gibt es auch unterschiedliche Anleitungsmethoden und da werden Sie sicherlich in der Schule auch einiges dazu gehört haben. Somit kann der Bereich Beratung, Anleitung und Schulung hier thematisch auch inhaltlich dargestellt sein. Dann haben wir noch den Bereich der Pflegewissenschaften, der hier auch an Tag 2 mit abgeprüft wird, ne? Das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, berufsethischen Werthaltungen und Einstellungen reflektieren und begründen können. Das heißt also, hier sind durchaus pflegewissenschaftliche Themen möglich, ne? Zum Beispiel die Expertenstandards könnten hier eine Rolle spielen, aber es könnten natürlich auch ja, Pflegemodelle, die wissenschaftlich untersucht sind, begründet sind, auch eine Rolle spielen. Ob man jetzt zum Beispiel eine bedürfnisorientierte Pflege betrachtet oder defizitäre Pflege betrachtet. Wenn wir jetzt zum Beispiel die Bedürfnisstufen nach Abraham Maslow uns angucken, haben wir unterschiedliche Bedürfnisse, 5 Stück sind es, mit diversen Untergruppen. Sind die Bedürfnisse bei meinem Bewohner befriedigt innerhalb der Bedürfnisstufen oder gibt es hier defizitäre Situationen, wo man Unterstützungsbedarf anbieten muss. Das heißt also, der pflegerische Aspekt spielt in diesem Bereich auch durchaus eine Rolle und sollte dann eben halt angewendet oder auch begründet werden. Ja, das wären die Möglichkeiten an Tag 2 in der Aufsichtsarbeit. Muss man einen Schluck trinken, so schnell am Quatschen. So, dann kommen wir zum Prüfungstag 3. Hier sind meine Unterlagen, mein Spickzettel hier. Ja, der Prüfungstag 3 ist eigentlich die klassische Pflege, so wie man sie von früher her kennt, wo es dann auch Handlungsanlässe gibt und Orientierung gibt.
denn Pflegeprozesssteuerung in kritischen und in krisenhaften Pflegesituationen. Ist der Kompetenzbereich 1.3 und 1.4, haben wir hier auf der Karte Pflegeprozesse und Pflegediagnostik von Menschen aller Altersstufen in hochbelasteten und kritischen Lebenssituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. In Verbindung mit der eigenständigen Durchführung von ärztlichen Anordnungen. Ja, das heißt also hier geht es um auch klassische Pflegesituationen, zum Beispiel, ist jetzt fiktiv, ne? Das heißt nicht, dass das drankommen muss, Blutzuckermessungen oder um Injektionen. Da kann es aber dann auch um hygienische Händedesinfektionen gehen. Auch hier nicht zu vergessen, werden Sie an dem Tag eine komplexe Fallsituation haben, wo vieles sich heraus erarbeiten lässt, ne? Nehmen wir mal an, Patient mit einer ethyltoxischen Pankreatitis liegt auf der Intensivstation, hat eben halt schwerste Bauchschmerzen, gürtelförmigen Schmerz. Und hier stellt sich die Frage, ja, der Zucker ist auch hoch, hat einen Diabetes entwickelt, weil die langhanschen Inselzellen entzündlich verändert sind und keine Insulinproduktion da ist. So. Ja, was kann man da tun? Da kann man ja eine allerhand pflegerisch tun. Einmal haben wir das Problem mit dem C2-Abusus. Ne? Dann ist auch die Gefahr gegeben, dass er dann eben halt durch den Entzug, weil er im Krankenhaus keinen Alkohol bekommt, vielleicht in ein Delir rutscht. Dann haben wir hier Delir-Situation, Delir-Symptome, Wahrnehmungsstörung, Orientierungsstörung, Unruhe. Ja, wie geht man damit um? Wie geht man darauf ein? Dann werden Sie sicherlich ärztliche Anordnungen bekommen, auch in Bezug auf die Pankreatitis, Nahrungskarenz, ZVK-Anlage, parenterale Ernährung, je nachdem, ne, was da so ansteht und wie der Mediziner so unterwegs ist. Ne, es gibt ja manche, die sagen weiterhin hochkalorische Nahrung zu sich nehmen, andere sagen absolute Nahrungskarenz, parenterale Ernährung. Ist sehr different. Aber hier hat Pflege einen hohen Stellenwert und auch Einfluss, ne, ärztliche Anordnung umsetzen. Aber es geht natürlich auch um uns, ne, in unserem Pflegeplan. Was ist hier besonders zu berücksichtigen? Die Kompetenzschwerpunkte, also Pflegeprozesssteuerung in kritischen Lebenssituationen in Verbindung mit ärztlicher Tätigkeit, also Anordnung, Umsetzung, Assistenz ist hier ein Thema. Und auch Entscheidungsprozesse auf ethisch-moralischer Ebene reflektieren können. Ja, das sind so die drei Aufsichtsarbeiten. Hier ist es aber auch immer schulintern die Frage, wie es geregelt ist. Auch nach Bundesland gibt es unterschiedliche Regelungen. Also wir in Niedersachsen konzipieren im Lehrerteam mögliche Abschlussprüfungen. Wir laden die dann einem Server hoch zum regionalen Landesschulamt und die überprüfen unsere Aufsichtsarbeiten nach Plausibilität, nach den Kompetenzschwerpunkten, ob wir die auch entsprechend eingehalten haben, nach einem plausiblen Fallbeispiel, ob dieses Fallbeispiel auch eine Anwendung findet in Form der Fragestellung. Ja, und hier, liebe Auszubildenden, müsst ihr besonders Obacht geben und auch aufmerksam sein, weil das ist nämlich immer das große Problem, nämlich die sogenannten Anforderungsbereiche oder auch Taxonomiestufen genannt. Ne? Also lesen sich die Fragestellungen ganz gut durch. Es macht einen großen Unterschied, ob ich nennen soll, aufzählen soll, deuten soll oder definieren soll, erklären soll, beschreiben soll, ne, oder Hypothesen bilden soll, eine eigene Meinung, eine Stellungnahme dazu bilden soll oder eine Methode oder ein Konzept anwenden soll an das Fallbeispiel. Oftmals bewegen sich Auszubildende in den schriftlichen Aufsichtsarbeiten, also in den Examensprüfungen, in den schriftlichen Examensprüfungen, immer gerne in den Taxonomien 1, das heißt nennen, aufzählen. Seien Sie nicht minimalistisch unzureichend, seien Sie nicht oberflächlich. Ab Taxonomie 2 kann ich Ihnen nur dringend empfehlen, in vollen Sätzen zu schreiben. Formulieren Sie aus, seien Sie durchaus umfangreich.
Lieber zu viel schreiben als zu wenig. Wer denn Angst hat, mit der Zeit einen Konflikt zu bekommen? Ja, für das Lesen eines Fallbeispiels ist die Zeit mit berücksichtigt und aber auch eingeplant. Na, das heißt, Sie haben genügend Zeit, um sich das Fallbeispiel zu erschließen, das zu lesen und dann in Ruhe die Fragen letztendlich zu beantworten. Also wir persönlich machen das so, dass wir den Operator, also den Anforderungsbereich nennen, beschreiben, erläutern, erklären, aufzeigen, definieren, anwenden, Hypothesenbildung und so weiter und so fort, dick markieren in der Fragestellung, sodass Sie auch gleich wissen, was wird von Ihnen eigentlich abverlangt und erwartet. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie darin ein wenig bestärken und unterstützen, was da so auf Sie zukommen wird in der schriftlichen Abschlussprüfung. Thematisch heute inhaltlich, wie gehen wir vor? Wie ist die Gewichtung der jeweiligen einzelnen Taxonomien? Wie werden Abschlussprüfungen konzipiert? Ist jetzt hier nicht Thema in meinem Video. Falls von Interesse ist, wie ich vorgegangen bin, wie meine Gedanken dazu waren und wie ich das nochmal überprüft habe, ob das soweit alles stimmig ist, kann ich gerne in einem gesonderten Video nochmal darlegen. Dann schreibt mir unten in meinen Kommentar, ob das gewünscht ist. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch und das Abonnieren darf selbstverständlich auch nicht vergessen werden. Ja, ansonsten wünsche ich noch eine schöne Zeit und wenn Sie sich in Prüfungssituationen befinden, drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen. Alles Gute und viel Erfolg!